Sehr schön. Das sind die besten Anmoderationen, die es gibt einfach. Damit herzlich willkommen auf den Kanal Erklärungsnot mit Camper Van Make It Home. Und den guten Michel, da wird den Camper fahren. Speedy wird ihn ausbauen und ich werde mir dann angucken, wie es wird. Grüß euch. Hallo. Nabend. Ja, also Speedy wird ihn ausbauen, da wird es also auch spielen. Wir werden ihn unterstützen, hoffentlich. Hauptsache, ich schlafe nie am Steuer ein. Egal, Michel, da bauen wir einen neuen. Ich baue jetzt einen Autopilot ein. Du hast uns gut ans Ziel gebracht schon mal. Das hat auch der Klunker auf der Wunschliste, aber wir sind schneller. So, du kannst nämlich jetzt deinen Camper komplett ausbauen. Ich weiß aber auch nicht, wie es geht. Ich habe es noch nicht angespielt. Aber du kannst halt wirklich den so gestalten, wie du möchtest. Das fand ich irgendwie eine lustige Idee. Also, ich sage, Simulatoren oder solche Spiele sind momentan wie Sand am Meer. Ne? Es ist Wahnsinn. Es scheint gerade ein massiver Hype zu sein. Auch bei den Entwicklern. Und die kommen aber auch auf Ideen. Ne? Aber so Camper kenne ich noch nicht. Das ist neu. Also du hast auf der rechten Seite dann deine Icons. Wo du vielleicht was machen kannst. Weiß ich nicht. Ich glaube, wir müssen das Tutorial machen, ja? Ah. Okay. Wird noch gar nichts angezeigt. Was ist das? Dein Handy oder was? So. Genau, nicht Handy erstmal. Kann man hier aufdrehen? Nicht. Heute. So. Handy auf den Ofen gepackt. Okay. Naja. Hä, was hab ich jetzt? Naja, du musst wahrscheinlich erstmal, die geben dir Gegenstände, die musst du hinstellen. Wahrscheinlich Toaster, guck mal. Ja, nee, Toaster neben der Spüle, Junge, sag nicht ganz so. Toaster? Ja. Nee, den tun wir hier in der Ecke. Genau. Handy in der Spüle. Da neben die Steckdose. Toaster in der Ecke. Ja, gut, das kann man mal. Ja. Kühlschrank legen. Erst abgespült, dann kühlen. Tschüss. Achso, du musst bestimmt nochmal auf Rucksack klicken, glaube ich. Und dann kriegst du einen neuen Gegenstand, oder? Ah ja, guck mal an. Ja. Was ist das? Eine Kamera? Sieht aus wie eine Kamera, ja. Ja. Ja, unter Wasserkamera sieht fast aus, ne? Cool. Oh, unter Wasser, gut. Ja, dann Waschbecken auf. Was haben wir jetzt? Kochbuch. Ah, komm, das legt mir. Naja, wird es immer sein, okay. Denke ich. Halt. Hm. Welches Notizbuch oder sowas, ja. Ja. Ja, guck mal, der Rucksack füllt sich dann, wenn du die Gegenstände, okay. Ein Stift zum Buch. Der muss ja durch. Ja, siehst du, guck mal. Speedy. Ja. Da herrscht Ordnung im Camper. Na, ey, gibt's nichts. Sieht ja ziemlich eng aus, der Campingwagen. Also, das ist unsere Größe, muss ich mal sagen. Wie viele Stifte hast du mit, sag mal? So, zwei. Los, so, noch drin. Nee, was ist denn das? Nee. Radiergummi. Achso. Da kommt ist auch mit drauf. Zu viel Stift der Radiergummi. Vierterkästchen, jetzt auch mal gut hier. Alter, der ganze Camper besteht nur aus Smallzeug. Ja, das ist der Schlüssel, ne? Schlüssel. Ja, guck mal an. Was willst du sonst machen? Der hat wahrscheinlich kein Internet da. Ja, das stimmt allerdings. Wahrscheinlich nicht, nee. Irgendwo in der Prairie. Da. Ja, hier in der Ecke. Schlüssel platziert. Oh, was ist das? Powerbank. Powerbank, kann das sein? Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Ja, hab in den Kühlschrank rein. Ne? Ja, das war mir so klar. Das war mir so klar. Naja. Gut gekühlte Technik ist das Beste. Laptop. Ah, guck mal an, da ist doch Technik. Ja, guck an, du. Ja, beim Toaster tust du den Laptop hin. Ja, bist aber... Ach, guck mal, das geht auch. Cool. Da geht nicht rein. Der ja, riesen Oschi. Ja, musstest ja wieder einen guten Lenovo kaufen, ne? Schade. 7 Zoller ist das. Ne, für die Spiele kann man nicht abfackeln. Kann man nicht abfackeln. Na, bis auf, stimmt den hier Sinn. So, ja. Auf den Tisch. Was ist denn das? Gut, was ist denn das? Sieht aus wie ein 3DS oder sowas. Oder Schmink oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ein Teddy dran. Hm. Ich verstehe es auch noch nicht. Entweder kriegst du Gegenstände vorgegeben in dem Camper oder na, wir gleich sehen. Stimmen wir mal da hin. Ja. Genau, der Tisch ist schon mal voll. Irgendwie so einfach so Unboxing da. Wie sagt man, einfach auspackst und dann platzierst.
Wahrscheinlich. Ach, immer der Rucksack, den kannst du in den Schrank stellen. Oder dort, ja, das ist auch gut aus, ja. Oder? Ja, okay. Nee, wenn Gäste kommen, haben wir keinen Platz mehr. Ja, das ist richtig, ja. Na, geht doch mal die Steuerung. Ja, könnte, wenn. Ja, guck mal. Ja, schick. Da. Zu. Ach, jetzt kommen aus den Klamotten, du. Guck an. Aha. Pass auf. Du hast doch nur einen Klamottenschrank, Junge. Ach gut, du kannst da hinhängen. Geh mal unten auf die. Oh, guck mal, das ist nice. Zack. Achso, okay, ich hab das jetzt anders gesehen bei Steam. Ich dachte, du kannst deinen Camper okay gestalten. Also du kannst du schon gestalten, aber. Okay. Ja, guten Klocks. Schuhe. Ja, muss sagen. Auf den Leutschen können wir unten rein. Genau. Ich wollte gerade sagen, kriegst du jetzt ja jeden einzelnen oder was? Ja, Speedy ist der Sommerhut. Ganz wichtig. Modisch elegant, wie immer. Verbrannt ist das ja eine nicht vorhandene Klatze. Ja, ein paar Hosen. Ein paar Hosen. Nochmal Schuhe. Na, komischen Schuhgeschmack hast du, dir. So, will ich aber jetzt. Ach, das ist ja schick. Öffnet mal das nämlich dahin. Ja, aber gut sortierter Camper, ne? So. Das hängen wir alles fein auf. Mhm. Ja, Pullover, wenn es regnet. Oder kalt wird, besser gesagt. Zack. Noch ein Jäckchen. Was ist das? Schal? Nee. Socken oder was soll das sein? Socken wahrscheinlich. Oh ja, dann. Oh, so, was? Oh ja, guck mal hier. Na los, ja, tu mal. Jetzt aber gescheite, also intelligentes System, ne, im Woodwalken, wo du keinen Platz hast. Das ist gut gemacht, ja. Das kenne ich jetzt nur aus der Küche, vom Gewürzregal. Ja, stimmt, da hast du auch so ein. Ja, also, ich glaube, Speedy ist eine Frau, jetzt müssen wir's. Ich klinge nur etwas männlicher, sorry. Ja. Ja, also, okay, Socken hast du anscheinend ordentlich eingepackt, das ist nicht schlecht. Jetzt kommen auch bestimmt leichte Schlüpfers. Da sind sie, die Schlippis. Nein, die müssen wir genauer angucken, ne? Ja, guten alten Baumwollschlüpfer. So. Guck mal, blau und gelben. Gelb ist gut für uns, Speedy. Möchte nicht weiter drauf eingehen jetzt. Dreier. Genau, drei Schlüpfer, das langt. Alter, jetzt kommt der Männerschuh oder was? Alter, den kriegst du aber doch gar nicht rein, oder? Oh, mach mich fertig mit der Steuerung. Bleib doch hier. Na ja, gut, das ist ein bisschen, ja. Na, pass auf, das immer. Du kannst ja doch aufs Sofa stellen, vielleicht, ja. Also auf der Bank, meine ich. Moment. Ja, guck mal. So. Macht da hier noch Platz. Platz. Ui, halt, stopp. Ein Schücher. Zweiter. Nee, ja. Hä? Was ist das? Hat er bloß einen Schuh? Hat er den anderen verloren? Er kommt jetzt, glaube ich. Ja. Nee. Okay. Noch ein Hütscher, ja? Nee, was ist das? Weiß. Meinst du, kennst du auch gar nicht so richtig, ne? Naja, das ist ein bisschen unübersichtlich. Flipflops oder sowas. Ja, also zusammengebunden sieht ein bisschen aus wie eine Krawatte oder irgendwas, aber. Die wäre wirklich, das muss ich jetzt mal dazu sagen, brachial hässlich. Ah ja, ja, Speedy Sunny. Da ist er. Hab schon gedacht, der hast nicht mitgenommen, du. Nee, die brauche ich. Hab ich extra gekauft im letzten Urlaub. Ja, die habe ich schon. Also der eine so, Schuh irritiert mich jetzt. Ja. Ach, da ist er. Ganz am Ende kommt er. Das ist doch wohl. Das willst du jetzt aber auch wissen, ne? Schieb die doch einfach untereinander. Also das normale Schuhregal rein hier, weißt du? Warte mal, das müssen wir da schon mal aufmachen. Genau, zack. Zack. So, guck mal, da ist er nämlich. Herrlich. So, ach jetzt kommen hier. Oh mein Gott.
Aha, Mülleimer und so, nicht schlecht. Oben über der Spüle hast du noch einen Schrank. Da kannst du vielleicht die Teller reintun. Ja, guck mal. Sehr schön. Halt. Easy peasy, ja. Krass, da muss ja echt alles einräumen, ne? Ja. Aber das ist cool, dass du die ineinander schlichten kannst. Das finde ich nicht schlecht. Das ist cool gemacht. Schon was. Auch mit dem Kleider aufhängen, finde ich gut. Ja. Aber du musst ja wirklich die Punkte abarbeiten, ne? Also hast du schon ein bisschen zu tun, muss man schon sagen. Die hauen wir. Nein, stopp. Ach, schmeiß einfach raus. Das ist gut, mit dem Griff über der Flamme, ist war gut. Bevorzuge ich persönlich sehr. So, machen wir es mal so. Naja, da kocht ab. Wie kann man so lecker Essen kochen? Herrlich. Geil. Ja. Kannst du auch dein gekochte Ei-Colognese machen hier. Und das? Topf mit Wasser oder was? Ein Topf einfach. Rein, Schubkasse, das Ding. Klar, geht alles. Muss man wollen. Was ist das, ein Deckel? Ah ja. Ah ja, guck. Ja, siehste, schick. Wunderbar. Ja, aber die Ideen sind ganz cool, finde ich. Ja, hätte ich das auch gedacht, tatsächlich. Oh ne, ist doch Topfdeckel. Mensch, hat alles einen Deckel. Naja. Ah ja, das Whisky-Glas. Ja, mach zu die Bude. Dann wäre ich das wahrscheinlich... Genau, wenn wir das Gläser hier... Das ist so. Oh, das ist schon. Oh, das ist auch cool. Na, da kannst du schon. Ja, wenn du ein bisschen Ordnungsfetischist bist. Das Bidi. Genau, mein Spiel. Ja, das ist alles ganz ordentlich. Oh ja, guck mal, Küchenrolle. Das darf natürlich nicht fehlen. Du kannst bestimmt dorthin hängen. Kann das sein? Ah, nee, kannst du hinstellen, ja. Nee, das ist ja, glaube ich, für Handtücher. Guck mal, die Tassen, jetzt kommt die guten Tassen, ja. Das gute Porzellan. Gute Meister. Gute Meister. Ja, genau. Ja, die kann man nicht stecken. Nee, die sind zu teuer. Falls da ein Kratzer drin ist, weißt du, wie es ist. Ja, das ist meine. Das ist meine Tasse, die grüne, das ist meine. Ein bisschen klein für dich, oder? Ja, ich nehme mal, deshalb habe ich ja 3000. Eine du und zwei ich. Die Auflaufform, herrlich. Ja, das Handtuch, das kannst du finden. Ja, guck mal. Ah, das ist aber. Nein. Na, durch die Zusagen, ich habe jetzt nicht die besten Farben gewählt. Ne, wir mussten los, was will ich machen, ne? Speedy und ich wollen Urlaub. Michelle am Steuer, da habe ich gesagt, da muss jetzt schnell gehen. Da packen wir halt die Dinger ein, ne? Was ist halt jetzt hier? Na, Michelle mag gerne so Zitronenfarben, habe ich gemacht. Der Speedy ist eher so der rosa Typ. Ja, ich bin mehr so Erdbeere. Ja, da muss. Mehr so Erdbeere. Da musst du natürlich auch ein bisschen Rücksicht nehmen auf deine Kollegen. Ne? Das ist eben so. Was ist das jetzt? Das, ja, ich glaube, das ist so ein, wo du einen Topf draufstellen kannst, oder? Vielleicht so? Ja, das kommt auf das Herd drauf. Ah, ja, da haben wir schon. Ja, musst du nochmal umdisponieren, ja, Kollege. Da müssen wir zuerst mal, oder? Bleib mal kurz hier. Dann sich nochmal ein. Nee, hätte ich aber auch gedacht, sowas. Oder es ist einfach so eine Ablage, wo du dann einen Topf draufstellen kannst, wenn er heiß ist. Mhm. War zwar ein bisschen kurios, aber. Ja. Erstmal so. Liebe Entwickler, schreibt uns mal. Ah ja, guck mal. Jetzt kommt die Horlepfanne, die habe ich natürlich mitgenommen, ist klar, ne? Uff. Das mal für den kleinen Snack zwischendurch. Ne, das musst du nicht reinkriegen. Wo willst du die reinpacken, Alter? Ja, oder die muss da drauf vielleicht, das kann er durch. Ja, tutu. Aber draußen kannst du nichts machen, ne? Das wäre mir neu, oder? Dass es irgendwie eine Feuerstelle gibt oder so, guck mal. Weiß ich nicht, ob es so geplant ist überhaupt. Ah ja, schön am See haben wir geparkt, herrlich. Michelle wieder top gefahren. Am Schee. Ja, guck mal, siehst du? Ja, das passt. Das ist fürs Camping, ja. Da ist ein schönes Wetter. Ja. Die pfeifen mit ihrem Zelt da drüben, Jungs. Können abreisen, die Bude.
Ja, wir haben ja Luxus-Van. Mal gucken, ob es morgen früh noch steht, das Zelt. Ja, ich glaub's nicht, dir. Ja, guck mal, Stößel, Mösel. Ah, das Besteckkasten, okay. Ja, renn ja. Ja, das ist natürlich wichtig. Zucker. Ich kenn schon. Randaliert, Leute, Randale. Ja, guck mal, der Brathandschuh. Die da kannst du die Würze reinpacken. In dem kleinen oben. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Da kannst du vielleicht sogar die Zewa-Rolle reinrammeln. Ja, hat er alles seine Ordnung beim Bundesbiet. Ordnung, ja. Gibt's ja doch einen Haken? Nee, schade. Ja, Teller sind ein bisschen wenig, aber es sind genau 3 Stück für uns, ne? Als hätten sie es so gewollt. Ja, das reicht. Jetzt haben wir nur 2 Löffel, 2 Gabeln, aber was willst du machen? Ja, schick. Ne, das sind auch 3. Ah ja, das sind auch überall 3, siehst du? Ja, ja, passt doch. Ja, das ist... Ja. Oh ja, das Metzgermesser. Wenn es nicht klappt, hier. Ja, dann kommt der Papa zum Einsatz. Ja, Pizzaschere. Hm. Halt. Ja, das ist drinne. Ah! Was? So, voll. Strohhalmspender, Alter. Okay. Ja, aber auch an alle, ja. Du hast aber an alles gedacht, Speedy. Also, ja, wieder heimisch Zeug eingepackt, wo ich so da bleib zu Hause, ne? Oh, nee. 100 Strohhalme. Extra gekauft. Wenn der Beste, was heute Abend wieder abgeht, ja. Mal wieder alle Stock besoffen in Van kotzen. Ja, was willst du machen? Guck mal, das muss bestimmt. Jetzt hätte ich jetzt einen Kühlschrank gepackt, tatsächlich. Aber gut, man weiß ja nicht, ob da was drin ist. Naja, der Kühlschrank ist voll, da ist schon das Handy drin. Ja, das ist richtig, ja. Stimmt. Es gibt nichts Besseres als gut gekühlte Technik. So, das ist von Horde hier, dass er sein Essen mitnehmen kann unterwegs. Das ist sehr gut, danke. Ah ja, das Schneidbrett, das ist es. Ist Schneidbreitel. Darf in keinem Haushalt fehlen. So, ich muss das mal gleich so hinstellen. Da ist er, Kaffee kann ich, hab schon drauf gewartet die ganze Zeit. Endlich frischen Kaffee. Herrlich. Wäre traurig, wenn nicht. Okay, dann ist das andere wahrscheinlich kein Toaster, sondern Radio, kann das sein? Aber hey, warum hat es mir auch gerade so gedacht. Aber warum hat es den Schlitz oben drin, das verstehe ich jetzt nicht. Für CDs? Nee, hab ich schon nie gesehen. Ja gut, Kassetten vielleicht. Videokassetten kannst du abspielen. Also ein Ton. Fort. Der Tisch ist voll gerammelt, aber. Ja, hab ich auch gerade überlegt, das wäre lustig, ja. Aber nee. Da hinten drauf vielleicht, oder? Zack. Ja, man stellt sie auf den Tisch. Genau. Da kommen bestimmt Feuchttücher raus. Ja. Deswegen liegt es auch in dem Laptop. Da ist die Laptop gepackt. Wahrscheinlich, ja. Ist also für die Gewissen. Und die haben auch noch einstellen. So, genau. Jetzt sind wir ausgestattet, sag ich mal, ne? Aber jetzt kann der Urlaub losgehen. Wie die Feuchttücher dabei. So, ein Toaster. Oh, schön. Achso, das ist ein Unterlager. Okay, na gut, das ist jetzt ungünstig. Kannst du als Teppich benutzen. Genau, einfach drauf, ist egal. Kann man ja nicht umräumen, wenn es soweit ist. Achso, das sind die Unterlagen vom Tisch. Okay, aber das finde ich bisschen komisch, weil du hast ja den Tisch eigentlich vollgerammelt. Na gut, du kannst ja hinstellen, wie du willst. Aber 4, okay, da haben wir, kriegen wir wahrscheinlich noch einen Gast. Aha, okay. Ja, hat ja noch ein paar Schubladen für die Teller. Hm, stimmt. Und oben im Schrank ist ja auch noch. Müll. Mülleimer. Nein, nein. Auf der Michelle sucht dann wieder stundenlang den Schlüssel. Ach ja, Entschuldigung. Ach ne, was ist das denn? Das müsst ihr jetzt wahrscheinlich mal im Kühlschrank packen, allerdings. Ja, guck mal, geht nur rein, guck mal. Ich will doch einfach nur.
Zack, dort rein und dann kannst du mal, kann man mal gucken. Was gibt's noch? Noch mehr Dosen, ja, das ist ein guter Energy. Gönn Gier. Schön Schleichwerbung gemacht, Leute. Montana, welche auch ein bisschen Kohle haben dafür jetzt, ne? Bei unserem großen Kanal kannst du ja noch profitieren. Ja, muss das Handy doch mal rausräumen, ne? Der Powerbank muss Mist. Weg. Das ist meine Tiefkühlpizza, die wir schon dann fressen. Wäre ich auch pissig, wenn die nicht reingeht, du. Frage ich mich jetzt aber, wo wir die machen wollen. Haben wir einen Backofen? Ich habe jetzt keinen gesehen, ja. Aber du hast ja auch eine Auflaufschorle, also von daher muss es einen geben. Eventuell. Da wird es wahrscheinlich hier sein. Ah ja, guck mal, da hast du sogar noch einen Schrank. Alter. Noch einen Kasten. Ja, kannst du auch direkt dort reinhauen. Kannst du den Backofen stecken? Ja, oh, geil. Schön mit Verpackung. Aber gut, ja, Blaster. Ist festgepackt. Blaster ist ja sowieso ja, mit. Jetzt geht's. So. Tschüss. Das war lustig, wenn du das noch anschalten könntest. Okay. Alter, später. Halt, stopp. Jetzt red ich. Na los, komm. Raus mit dem Handy. Ja, ich denke, es hat genug gekühlte Technik, ne? Reicht dann auch wieder. Ah ja, mal Smoothie. Ja, das ist ein Speedy, sein Ingwer-Shot hier. Gesund unterwegs, der Junge. Aber ein großer. Was sind das? Sandwiches? Naja. Ah, mit Spinat oder was? Ah ja, das ist von Michelle, ja, guck mal. Dass er wach bleibt während der Fahrt. Der Kaffee. Kaffee to go. Brauchst du auch immer. So, aber wenn du da einmal klickst, dann wie viel da oben hast, ne? Ist schon ordentlich. Was ist das? Mehl oder? Ne, Reis, ne? Oder? Reis. Das sieht aus wie Reis. Ja gut, pass mal die an. Da kann ich auch nicht in den Kühlschrank. Ne, ich wollte gerade sagen, ne. War keine Schande, Junge. Du hast wahrscheinlich noch mehr Fächer, aber du musst ja halt mit der Kameraführung erstmal dahin kommen. Ne? Ja. Aber da könnte man doch. Geht das? Bestimmt, ja. Ah, ja, cool. Aber das sind schon, diese Medizinschränke finde ich schon geil. Oben der Schlüpfer und unten der Reis. Genau, so. Ja, das ist ja so, also richtig. Na, perfekt. Ah, schön verschiedenes Zeug mit. Oh ja, guck mal. Oh, ja, alles dabei, ne? Mensch, du. Oh, jetzt hier aus Koks. Was sind das? Chips oder was soll das sein? Ey. Du bist in der Struktur. Wo bin ich? Ich weiß es nicht. Sieht aus wie Chips oder sowas, ne? Ja, oh, könnten Chips sein. Ah, die guten Lays. Alter, wie viel Päckchen habt ihr eingepackt? Naja. Tomatensauce. Das ist es. Pfeffer? Schätzungsweise. Du kannst eigentlich nur dorthin stellen. Aber es wird schon eng, wenn ich sehe, wie viele Symbole man noch hat, ne? Ja. Okay, du kannst, es steht auch dort noch ein bisschen was draußen mäßig, aber trotzdem. Kannst du noch bei Gemüse. Ja, das geht zum Beispiel, genau. Ah, ja, perfekt. Ah ja, gute Koriander. Kannst du das noch irgendwie mit reinpacken in so ein Schubfach? Mich auch gerade gefragt. Aber da unten ist noch Platz. Also oh, Platz. Neu. Unter den Socken direkt ist doch noch bitte. Platz. Also, da haben wir das hier rein, haben wir das hier rein. Was ist, wenn das nix ist, liebe Freunde? Aha, bisschen Chili. Chili. Ein bisschen Chili. Chili. So, was sind das jetzt hier? Salz vielleicht? Das war Salz, glaube ich. War fast abgearbeitet, das Ding. Oh, Öl. Öl. Okay. Öl bei den Socken mit rein. Ja, das müssen wir erstmal. Müssen wir erstmal da hinstellen, ich überlege gerade. Ja, es fehlt halt eigentlich noch so ein Haken für die Handschuhe, ne? Das war noch ganz geil. Du weißt nicht immer, ja. Der Kenshin? Ja, hau drauf. Komm. Ich kann mit hier hoch. Wie zu Hause bei Mama. Ja, Mama. Oh, das ist doch wohl. Du sollst doch nicht immer auf die Schränke klettern. Ja, das ist doch gefährlich. Ja. Prost. Die machen wir aus. Na. Was ist denn das jetzt? Nee, ja, das ist ja eine Frechheit. Jetzt würdest du bei mir nie erleben, meine lieben Freunde. Die Kaffeemaschine wird nicht weggeräumt. Da die eh in Dauerbetrieb ist, ist es völlig sinnlos, die wegzuräumen. Ja, hab's doch scheiß Öl, das bleibt stehen, ne? Das bleibt gut auf Lebenmühl. Ja, Speedy seine Schnappereien ja wieder.
Oh ja, jetzt wird's schön. Schokolade. Die müssen wir aber auch im Kühlschrank. Ja, die muss kalt sein. Nee, das süße Gelumpf. Viel zu viel Zucker, Leute. Das ist totales Gift. Sorry, ich so, nee, die ist doch zuckerfrei. Hm. Sieht schon sehr aus wie zuckerfrei. Ja, dann haut er seine Wasserflasche her. Ja, das trinke ich nämlich, ne? Ja, alles anders von Michelle und vom guten Speedy. Und ich hab was, krieg ich Wasser. Ja, so läuft das nämlich hier in dem Camper. Da haben sie sich gedacht, oh, da haut das an mit. Da müssen wir was. Ja, nehmen wir Flasche Wasser mit, das reicht. Wasser also müssen wir aber eigentlich gleich mit Haus hinstellen. Ja, brauche ich. Wird nicht lang halten. Ja. Weißt du was? Die brauchen wir sowieso zum Lernen. Ich lerne ja nix. Zack! Schreibt mal rein, Leute, was sagt ihr zu meinem schönen Filterkästchen? Ist cool, oder? Hab ich mal gestern gekauft. Armani, klar, ne? Logisch. Sieht man jetzt nicht so, aber. Ne, 130 Euro für das Federmäppchen. Es reicht nicht ganz. 850. So ein Apfel für die Konzentration. Apfel. Ja, das Idiot, ja. Bisschen Obst. Oh, eine Banane. Affenknacker. Und daher wisst ihr jetzt auch, wie dieser Bananenklick-Simulator entstanden ist. Hier ist die Banane dazu. Und ja. Das wohl sinnloseste Simulatorenspiel, was ich hier gespielt habe. Oder bis ich da zugeguckt habe. Ich habe es ja nicht gespielt, Gott sei Dank. Was ist denn das? Was ist denn das? Zitronen. Ach, Zitronen, Alter, okay. Zitronen. Also, was ist das, was du alles gedacht hast? Ja, 40 Kilo braucht man Zitronen. Ja, das war wieder klar, ja. Ja, hier geht es nicht um die Gesundheit, Leute, Vitamin C und so. Nee, nee. Wird gesoffen bei uns. Komm, jetzt kommt der Abendlektüre. Ja. Ah, das ist jetzt interessant. Gibt's jetzt hier, guck mal rum in dem Camper, ob du eine ob du zum Beispiel ein Bad hast. Ah, guck mal, da hat das ja geil. Ah, guck mal, das geht. Das ist cool. Weil du hast dann ja Bad oder beziehungsweise hier so Zahnbürste und so, dann müsste es ja eigentlich ein Bad geben. Ah, guck mal, Bücher geht schnell, das ist gut. Ja, wir sind ja nicht so belesen, ne? Das sind so die. Wie wäre ich berühmt auf YouTube? Historie über Montana Black, ne? Wie wäre ich zu Gronkh und sowas, das sind die Bücher da. Ne? Biografie von Gronkh und so. So wie YouTuber erwähnt, die werden mich verklagen, bis aufs Blut, ey. Also theoretisch, guck mal, da gibt's noch eine, guck mal, da gibt's einen Boden noch was. Was ist denn das Geiles? Ach, das ist der Dusche hier, guck mal, Junge. Ui. Ja, wusste ich natürlich, ich hab ihn ja gekauft, ne? Also wenn das nix ist. Mhm. Guck mal, da kannst du hinten dein Zornbutzzeug reinstellen. Genau. Ja, das ist ja nice. Kamm. Ja, gut, da ist aber auch gleich zu mit Kamm, ne? Alter, da gibt's aber viel. Kamm in and find out. Was ist denn das jetzt? Will ich das wissen? Ach, eine Horschbange ist das. Ja. Oh, Speedy, ich hab doch gesagt, ich musste nicht mitnehmen, also wirklich. Mensch, das kann man. Mensch, das obwohl ich Glatze habe ich die mitgenommen. Für meine langen Haare. Ja, oder für Michelle, genau. Kam es von Bord? Ja, also hab ich jetzt gedacht, es gibt so ein. Ach, guck mal, da ist noch ein Regal oben über der Küche. Nee, also, ja, da auch, ja, aber. Na gut, aber das ist. Oh. Ja, kann man machen. Ja, die ist kleiner an der Seite. Also die Steuerung ist schon. Ja, ist schwierig, ne? Ist klar. Ein bisschen Seife. Das kannst du unten beim Waschbecken legen. Oder Haarwachs oder ich weiß nicht, was das sein soll. Nochmal. Ja, Haare braucht viel. Ist eben so. Verschiedene Farben, verschiedene Gerüche. Weiß ich auch nicht, was das sein soll, so richtig. Und gut, eine sieht schon aus wie eine Dose, so ein bisschen. Nivea. Ah, ja, ist ja, ist er. Ist das da? Ja, ist er. Da ist er. Ich hab schon gedacht, der ist nicht mit dem Lippenstift. Nee, der muss mit. Der muss mit, nicht will hier rauf. Für die schönen schwarzen Lippen. Alles in Ordnung hier. Ja, Eyeliner wahrscheinlich oder keine Ahnung. Was gibt's da alles? Was ist das? Ampuns. Ja, da können Leute, das euch jetzt nicht dazu. Ja. Da könnt ihr euch jetzt selber ausmalen, wer die braucht von uns. Das sage ich jetzt mal nichts. Also. Hm. Ja. Auch die braucht man. Ja, es ist. Oder, also. Offensichtlich brauchen wir die, ja. Was ist das hier? Bambusstäbchen. Lümmeltüten. Ja. Möglich.
Man weiß ja nie, wer man trifft auf dem Campingplatz. Ja, ja, sieht ganz gut aus. Ich finde es ein bisschen diskriminierend, liebe Entwickler, dass hier viele Frauenutensilien hier da sind. Also ich weiß nicht, darf kein Mann campen gehen oder was soll das jetzt hier? Ich ja? Glaube, ja, wir leben in so einer Zeit, aber also ja, rein. So. Hier hätte ich mir gewünscht. Ja, Zahnpasta. Legend immer gut. Direkt neben der Hartplatte. Gute Kölkade. Naja. Na, Schleichwerbung. Achso, nicht bezahlt. Sorry. Du weißt, wie es ist. Die Cam. So. Die fällt gleich runter. Gute Klopapier. Wo ist denn das Klo? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Also habe ich gedacht, nee, es gibt irgendwie so einen Küchenbereich, aber. Ja, draußen Natur, ne? Wahrscheinlich. Oh, der Scheißhaus. Freilichtcamping. Man kann sagen, die Schüssel ist dafür da, ich weiß nicht. Draußen. Ne, ich glaube, Klo gibt's nicht, ne? Ja, ist egal, also wir haben schon mal Klopapier, das ist entscheidend. Das ist entscheidend. Ich sag's euch, zur Corona-Zeit war das Gold wert. Ne? Da hättet ihr fast einen Campingwagen damit bezahlen können. Oh ja. Ist nicht ausverkauft. So. Da kommen die Idioten, die haben das gehortet, also wirklich. Genau, no, noch nicht weiter. Alter, hat er Durchfall oder was? Hier, komm her. Ich bin lieber jemand, der sagt, ne, also, lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Ja. Okay. Was ist jetzt das? Na. Ist das zum Draufsetzen, oder? Ich hab, ja, es ist echt eine verdammt komische Form, muss man mal sagen. Vielleicht streichelt man, kommt ein Gin raus, ich weiß nicht. Sagt mir jetzt auch nichts. Ja. Stellt's auf den Herd. Stellt's mal ja hin, man kann's ja immer mal gebrauchen. Wahrscheinlich, ja. Ah ja, meine Seife, jetzt kommt mal hier was. Ist natürlich interesting. Hygiene muss sein, auch im Camping. So. Was war das jetzt noch? Alter, eine Buddel. Wahrscheinlich Putzmittel. Ja, gut, das kann sein, ja. Und das müssen wir auch schon. Unten im Schrank, unter der Spüle. Ja, wollte ich auch sagen. Ach so, okay. Ach so, das ist das. Ah, schade. Ach, guck mal, ja. Ach, da hätte sie die Gläser und so reintun können, okay, ist ja interessant. Wahrscheinlich, das ist ja. Na gut, muss man ja nicht. Man kann das ja machen, wie man möchte, ne? Aber. Interessant, dass das vorgegeben ist, habe ich jetzt auch nicht gewusst. Das soll er jetzt wissen, ne? Ich sehe es schon wieder kommen. Dann müssen wir jetzt irgendwo noch das. Ne, hast du oben noch Platz, über der Spüle. Ach ja, stimmt. Ja, ganze Schrank leer, ja. Da kannst du noch. Kannst du Putzmittel reinrammen. Himmel nochmal. So. Inklusive Puderdöschen. Nochmal, nochmal Reserveseife. Bisschen anderen Geschmack. Was Billy trinkt aber gern. Na, wenn er dann besoffen ist, dann. Ja. Dann trinkt er noch eine Seife. Die Stimme ist so schön zart. Ja, klar. Ja, was ist denn hier noch? Handlotion vielleicht. Handlotion. Aber ihr seht schon, ihr könnt auch völlig kreativ euer Zeug hier gestalten. Das finde ich ganz cool. Also es ist zwar vorgegeben, manches Zeug, aber muss wahrscheinlich nicht. Werden wir mal sehen, wenn wir es dann beendet haben, was dann passiert. Hm, Vaseline. Ja, das dauert wohl noch nicht lange. Wie viel wieder noch ist. Ja, aber viel ist ja jetzt dann auch gleich draußen. Ach guck mal, Spiegel gibt es auch noch hier. Ey, brauchen wir eh nicht, uns kann man eh nicht angucken. Oder morgen hier nicht perfekt. Ja. Ja, Nagelschere. Zick, zack, so ab der Zwick. Was haben wir hier noch? Und das? Seife? Vielleicht? Oder? Ach. Hm. Halt, jetzt ist es weg. Ne, sieht aus wie eine Packung. Ohne. Ohrstäbchen vielleicht oder sowas. Alter, was ist denn das für ein Knüppel? Achso, das ist ja ein Bordvorleger-Fließ-Superteppich. Da haben wir es natürlich vor der Tische. Vor der Tische, dass wir nicht alles nass machen, ne? Klar. Na, vor der Tische wäre besser als Billy. Ja, das ist mal. Jetzt hätte ich mich jetzt gewundert, wenn du es so schräg gelassen hättest, als Perfektionist, wie du bist.
Ja, guck mal, das ist doch mal schick, ja. So. Herrlich. Perfekt. Wunderbar. Jetzt kommen wir zum Außenbereich, Leute. Jetzt wird es nämlich interessant. Ja, jetzt geht's raus. Jetzt bin ich mal gespannt, ja. Hast du wahrscheinlich die Fläche noch Platz dann? Das hier hingestellt, was für Trottel. Ein Rennvieh, ey, wirklich. Meine Herren, ey. Wo ist denn da? Ach, dort ist der Eingang, okay. Du mal auf die Blume klicken dort. Und weg. Collectible wahrscheinlich oder sowas, kann das sein? Oh, das war natürlich geil. Das war interessant, ja. So, ein bisschen gucken. Ah, guck mal, hier gibt es sogar eine Hängematte. Was liegt denn da vor dem Stuhl? Ein Schraubenschlüssel. Da liegt noch was auf dem Stuhl. Ja, gibt es tatsächlich Collectibles. Okay, cool. Nicht schlecht, wird zwar nicht angezeigt, schade. Ach doch, da oben, wenn du jetzt auf ganz oben in der Liste gehst. Aufs ganz rechte. Oder aufs zweite, ja genau. Ja, ja. My life. Okay, cool. Ja, guck mal an, ja. Da waren wir schon überall. Boah, ja. Oder da waren wir noch hin, sagen wir es mal so. Da hinten Michael. Ist Motor. Michael, da ist noch einiges vor dir. Guck dir die Strecke genau an. Wir sind einige Jahre unterwegs. Na dann, mach mal Außenbereich. Bin ich mal gespannt, was da jetzt gibt. Ja, du willst jetzt collecten, ich sehe das schon. Also alle 10 Minuten übergebe ich mich. Auto, ich kann kein Auto fahren. Kannst du kein Auto fahren? Das ist egal, das können wir auch nicht. Nee. Also. Auf dem Stuhl liegt noch was. Auf dem zweiten, ja. Lasso. Aha. Weg? Nicht schlecht. Also das ist ja richtig nice. Ja. Ne, ich glaube, es muss immer so blinken. Aber ja, habe ich das auch gedacht, der Schmetterling, aber... Oh, ja, also... Boah, krass. Auf dem Baumstamm vielleicht, dort oben? Das war zu auffällig wahrscheinlich. Ja, naja, geht nix. Na gut, ja. Zeig mal, was gibt's denn jetzt für Außengegenstände, ja. Mit was? An Klappstuhl, okay. Zack. Okay, cool. Schön ans Wasser ran. Schön gemacht. Schön mit Blick auf den Wasser, ja. Ist cool. So, natürlich. Die Sonne kommt von dort, also stellen wir den da hin. Schön, Blick aufs Wasser. Herrlich, herrlich, Leute. Was willst du mehr? Ja, guck mal, ja. So. Ah, da gibt's gar nicht so viel, die Liste ist gleich voll, okay. Badematte. Oder Handtuch oder whatever. Ja, klein. Snacktisch. Das ist ein bisschen unfassbar, dass du auch nur einen Stuhl mit hast. Müssen wir jetzt aufeinander sitzen, oder was? Das hatte ich so gedacht im Urlaub. Ja, das glaube ich ja schon. Nicht nur im Urlaub, ne, Leute? So, ja. Da ist Mikrofon gekommen, wieder ran, da, Leute. Ja, komm mal, Pflänzsche. Oh, schön, Eblimel. Guck. Ja, das ist nicht schlecht. Kannst du ein bisschen Deko machen. Ja, kack den. Ne? Wir brauchen nicht viel Wasser. Die gehen bei mir ein. Egal. Wir haben ja genug mit. Wenn ich Kurve neue. Das ist aber auch ganzes Pflanzenbeet. Oh, es kommt. Oh, jetzt hier Brettspiele. Das, jetzt kommt's ja. Mensch, ärgert den Speedy nicht. Ja, das sieht so aus, ihr Mensch ärgert dich nicht. Das war aber wahrscheinlich. Hm, kann man auch vielleicht obendrein, ja. Ah, geht nicht die Stelle. Ah, zu breit. Wäre interessant, wenn das. Aber es geht nicht, ne? Schade. Das also legen wir es hier. Legen wir es da drauf. Genau. Oh ja. Cluedo. Darf man natürlich nicht sagen, ne? Das war ausgestattet für den Abend. Erst saufen, erst essen, dann saufen, dann Spiele spielen. Fürs gute Gewissen gibt's einen Apfel. Ja. Krabbel ist das eine, ne? Uno. Uwu. Ja, Leute. Noch offensichtlich hätten wir es auch nicht machen können. Ne? Das gute Uwu. Das ist halt die Camping-Variante, ne? Die hieß Uwu, nicht Uno. Oh ja, was kommt denn jetzt hier? Oh Gott.
Oh, jetzt. Michelle ja wieder. Ja, musikalisch wieder aus. Gitarre mit eingepackt. Kann so schöne Ständchen singen. Will ich aber heute mal einen Soundtrack von Crowkeeper hören, du? Ah, guck an. Aber genau, dann kann ich. Komm, ja. Ich hoffe doch. My life. Kannst du jetzt was anderes anklicken? Nee. Ich kann nur weiter. Ah, danke fürs Spielen der Demo. Füge uns zu deiner Wunschliste hinzu. Ja, nee, cooles Ding. Entspannt halt auch wieder. Interessant, dass es vorgegebene Sachen gibt und du trotzdem dein eigenes Zeug, also einräumen kannst, wie du willst. Sind sehr viele Gegenstände, hätte ich jetzt gar nicht mal so erwartet. Nee, auf jeden Fall. Viel. Ja, eine nette Sache. Es wird schwierig zu bewerten. Ist wahrscheinlich, ich würde es ja wieder mit so einem beruhigenden Spiel sehen. Was ich mich frage, ist, warum fährt die Frau allein Camping? Oder es waren ja nur offensichtlich sehr viele Frauen-Sachen dabei. Das habe ich nicht ganz verstanden, aber gut. Aber ansonsten gebe ich schon eine solide 8. Also ich muss wirklich sagen, ich fand es ganz cool. Auch die Sammelsachen haben wir wahrscheinlich nicht alle gefunden, aber man weiß ja auch nicht, offensichtlich kann man ja noch zu mehreren Plätzen hier hinreisen. Je nachdem, wie weit der Michael Bock hat zu fahren. Ja, ganz nett. Also ich gebe eine 8. Bin ich eigentlich vollkommen bei dir. Also 8 hätte ich jetzt auch gegeben. Ohne eine coole Demo. Ja, also ich würde jetzt keine 8 geben, weil für mich wäre das jetzt nicht so was Interessantes, aber so vom Aussehen und so, ja, eine 7 würde ich jetzt sagen. Okay. Ist nicht für jeden was, finde ich. Also so, ist halt so, wie nee, das stimmt. Anboxen oder das Haus einrichten, ja. Wer sowas mag, der, ja, dafür, wer sowas mag, kann man eine 8 geben, aber. Ja, ich beurteile immer halt das Spiel nach Spielisch, oder wir haben jetzt gesagt, wir beurteilen die Spiele nach Spielgenre, und da es ja so ein cozy Game ist. Achso, ja gut, ja, dann doch. Da kann man schon sagen. Ob man es jetzt. Ja klar, das ist eine Geschmackssache, ne Leute. Schreibt mal rein, wie ihr es findet. Ansonsten findet ihr die Demo natürlich auf Steam. Könnt ihr euch selber mal geben. Und ich sage euch danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Campingausflug mit uns drei Banausen. Tschö mit dö. Ciao. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst meinen Kaktus da. Bis zum nächsten Urlaub, bis zum nächsten Campingausflug. Hier auf dem Kanal. Macht's gut. Tschüss.